Während für viele Menschen bereits die Besteigung eines Berges bei gutem Wetter im Sommer zu anstrengend oder riskant ist, gibt es einige Extremsportler, welche diese Strapazen im Winter auf sich nehmen. Neben der üblichen Gefahren wie Steinschlag, Dehydrierung, körperlicher Überlastung, psychische Überlastung, kommen im Winter weitere Faktoren hinzu. Lawinengefahr, extreme Temperaturen, Wegfindung, Gletscherspalten, Sicht. Dass diese zusätzlichen Gefahren nicht nur leere Worte sind, musste ein deutsches Tourenpaar in Alaska am eigenen Leibe erfahren. Welche Höllenqualen die beiden Alpinisten durchmachen mussten und wie es zum Desaster kam, hörst du in den folgenden Minuten. Sylvia M., eine 38-jährige Ärztin aus Dessau, welche seit einigen Jahren in Amerika lebt, möchte als erste Frau der Welt eine Winterbegehung des höchsten Bergs Alaskas, den Denali, erfolgreich erklimmen. Der Denali, auch Mount McKinley genannt, ist 6190 Meter hoch und gilt als sehr anspruchsvoll. Gerade die Denali-Passüberschreitung gilt als extreme Bergtour. Eine Winterexpedition haben bis zu diesem Zeitpunkt nur wenige Männer unternommen. Dabei gab es bereits mehrere Todesfälle. Temperaturen von minus 60 Grad Celsius, Winde über 120 Kilometer pro Stunde, tagelange Neuschneefälle ohne Sicht und keine Funkverbindung sind im Winter keine Seltenheit. Schrecken die ambitionierte Ärztin jedoch nicht von ihrem tollkühnen Plan ab. Als Tourenpartner findet sich schnell Fotograf Mike F., welchen sie bei einer Expedition im Basislager kennenlernte und seitdem mehrere Touren gemeinsam gegangen sind. Mike war ab der ersten Sekunde 100% überzeugt davon, diese Tour gemeinsam schaffen zu können und nicht nur körperlich, als auch psychisch Beihilfe leisten zu können. Die beiden planen die Tour akribisch bis ins letzte Detail. Sylvia tritt sogar aus ihrem Berufsleben aus, um sich 2 Jahre lang intensiv auf diese Tour vorzubereiten. Als der große Tag gekommen ist, fliegen die beiden an die Ostseite des Denalis. Zu dieser Jahreszeit gibt es keinen Tourismus in der Gegend. Die Bergwacht hat lediglich Notdienst und jegliche Zwischencamps sind verlassen bzw. nicht vorhanden. Aufgrund der geringen Frequentierung haben die beiden ein Satellitentelefon dabei, damit sie im Ernstfall Hilfe rufen können. Auch wenn den beiden bewusst ist, dass teilweise mehrere Tage bis hin zu Wochen nicht in das Gebiet um den Denali eingeflogen werden kann, da es immer wieder zu langanhaltenden Schlechtwetterphasen kommt. Die beiden müssen 90 Kilometer Zustieg überwinden. Dabei nutzen sie sogenannte Pulkas, Schlitten, die sie hinter sich herziehen, um das Material und die Verpflegung transportieren zu können. Hierbei müssen sie gigantische Gletscherspalten, schlechte Schneebedingungen und körperliche Leiden, hervorgerufen von der Höhe, bezwingen. Nach schier endlosen Tagen der Quälerei stehen sie nun vor der Carstens Ridge und sind geschockt. Der komplette Grat bis zum Denali-Pass ist mit einer dicken Eisschicht überzogen. Durch die untypisch warmen Temperaturen für diese Jahreszeit sind die Schneemassen tagsüber angetaut, in der Nacht jedoch festgefroren. Dieser Prozess schien sich tagelang, wenn nicht wochenlang, wiederholt zu haben. Da sich beide gut vorbereitet haben und Mike auch auf vergangenen Expeditionen bereits Erfahrungen im Blankeis gesammelt hat, ließen sie sich jedoch nicht von ihrem Ziel abbringen und begannen die Besteigung. Sylvia hatte vor der Tour extra noch einen Eiskletterkurs belegt, um dem Gelände überlegen zu sein. Bereits in der ersten Seillänge jedoch ließ sie Mike vorsteigen. Im Bergsport ist der Vorsteiger in der Regel der erfahrenere, sichere Kletterer, da Stürze im Vorstieg oftmals weitaus gefährlicher sind als im Nachstieg. Mike nahm dies zwar als etwas seltsam wahr, da er mit dem Vorstieg von Sylvia rechnete, dachte sich jedoch nichts dabei und kletterte sicheren Schrittes drauf los. Die nächsten Stunden und Tage bestanden immer wieder aus den gleichen Abläufen: Standplatz bauen, vorsteigen, nachsteigen, Quartier herrichten, essen, ein paar Stunden erholen und den gleichen Prozess wieder von vorn. Hierbei wird Mike Tag für Tag bewusster, dass Sylvia langsamer wird. Dies ist eine normale Entwicklung durch geringere Sauerstoffsättigung mit jedem erklommenen Höhenmeter mehr. Jedoch baut Sylvias körperliche Leistungsfähigkeit in immer kürzerer Zeit immer schneller ab. Als sie schließlich den Denali-Pass erreichten, musste Mike das Zelt alleine aufbauen, da Sylvia nicht mehr in der Lage war, einen Spaten in die Hand zu nehmen. Sie war erschöpft von den Strapazen der letzten Tage, ist jedoch überglücklich, dieses Zwischenziel erreicht zu haben. Genießen kann sie diese Glücksgefühle jedoch nicht, da sich bereits eine Schlechtwetterfront näherte. Da Mike Sylvia nicht weiter belasten wollte, baute er das Zelt alleine auf, sorgte für bestmöglichen Wind- und Schneeschutz, bevor das Unwetter eintraf. Nur wenige Minuten vor dem Schneesturm ist das Quartier fertig geworden und Mike bereitete Essen mit dem Gaskocher zu. Sylvia schien sich wieder erholt zu haben, machte bereits wieder Scherze und verhielt sich normal. Als das Wetter wieder besser wurde, schaute Mike aus dem Zelt und konnte südseitig mehrere bunte Punkte erkennen. Zusammen mit seiner Tourenpartnerin ging er davon aus,
aus, dass es sich hierbei um das auf ca. 5230 Höhenmeter gelegene Höhenlager handeln muss und die bunten Punkte Zelte anderer darstellen. Somit wären es nur ca. 230 Höhenmeter Abstieg von deren aktueller Position aus. Am nächsten Morgen machten sich die beiden auf den Weg über den Denali-Pass zum tags zuvor gesehenen Hochlager. Auch wenn die reinen Höhenmeter bis zum Lager keine große Herausforderung sind, so besteht die Passage aus steilen An- und Abstiegen, wodurch man nur sehr langsam und unter hoher Anstrengung vorankommt. Mike ging voraus und Sylvia rief ihm zu, dass er doch kurz warten solle, da sie ihren Rucksack umpacken muss. Mike war sichtlich verwundert, da die beiden gerade erst losgegangen sind und ihm beim Packen nichts Ungewöhnliches aufgefallen ist. Nach einigen Minuten kamen sie jedoch zurück und sie stiegen weiter durch die anspruchsvolle Passage, wobei Mike eine Blankeisstelle überwinden musste. Nachdem er die Stelle überwunden hat, drehte er sich um und wollte Sylvia auffordern nachzusteigen. Jedoch konnte er sie nicht mehr sehen. Da die überwundene Stelle eine Traverse ohne sichtlichen Auf- oder Abstieg war, konnte es auch nicht sein, dass die Sicht von Schnee oder Felsen blockiert wurde. Sichtlich irritiert schaute er sich in alle Richtungen um, konnte Sylvia jedoch nicht sehen. Nachdem er die ganze Wand mit seinen Blicken abgesucht hat, keine Person erkennen konnte und auch keine Schreie vernahm, ging er davon aus, dass sie erneut umgedreht ist, um ihren Rucksack ein weiteres Mal umzupacken. 5 Minuten vergingen, 10 Minuten vergingen, 15 Minuten vergingen und Mike wurde ungeduldig. Durch den starken Wind war eine verbale Kommunikation nicht möglich. Mike hing mit seinen letzten Kräften in der Wand an 2 Eispickeln und den Steigeisen an den Füßen. Eine erneute Durchsteigung des Eisfelds hätte er körperlich nicht mehr umsetzen können, und so musste er weitergehen. Immer noch ohne große Bedenken, wenn auch verwundert, ging er die letzten Meter zum Hochcamp weiter. Er war auch teilweise wütend auf Sylvia, da sie ihm nicht Bescheid gab, weshalb sie erneut umdrehte. Einige Minuten später erreichte Mike das Hochlager und war schockiert. Das Camp ist leer, und die bunten Punkte waren keine Zelte, sondern Stoffreste vergangener Expeditionen, sowie einigen verschlossenen Materialkisten. Der Schockzustand war darin begründet, dass Sylvia in ihrem Rucksack alle Nahrungsmittel, Getränke und das Zelt hatte, während Mike die Ausrüstung trug. Er war so unterkühlt und bekam durch den Sturm kaum Luft, dass er dringend Schutz benötigte. Da er nicht wusste, wie lange Sylvia noch brauchen würde, schaute er sich im Lager kurz um. Er entdeckte eine Kiste in der Größe eines Stromkastens, an der ein Zahlenschloss hing. Durch seine Notlage und den kritischen körperlichen Zustand entschied er sich über das Satellitentelefon bei der Bergwacht den Code zu erfragen. Die Kommunikation war schwer, da Mike kaum etwas verstand aufgrund des starken Windes. Nach einigen Wiederholungen konnte er den Code jedoch richtig eingeben und hatte zumindest einen leichten Schutz. Die Kiste war zu einer Seite geöffnet, weshalb trotzdem Wind und Schnee auf ihn traf, jedoch weitaus weniger als ohne jeglichen Schutz. Er rief erneut die Ranger an und bat um Hilfe. Diese mussten ihm jedoch mitteilen, dass ein Flug in das betroffene Gebiet durch die Schlechtwetterfront nicht möglich ist. Eine weitere Horrornachricht bekam er sofort im Anschluss zu hören. Eine Rettung ist erst in 3 bis 4 Tagen möglich, wenn die Wettersituation unverändert bleibt. Nach diesem Telefonat wurde Mike das erste Mal richtig bewusst, dass Sylvia in ernsten Schwierigkeiten stecken muss, da sie immer noch nicht im Camp war und auch keine Rettungskräfte nach ihr suchen können. Mike befindet sich nun seit 2 Tagen in der zumindest etwas schützenden Kiste. Da er sich jedoch darin kaum bewegen kann, kämpft er ums Überleben. Unter minus 20 Grad, starker Wind und Schneefälle kühlen seinen Körper stark aus. Er hat seit einigen Tagen weder Nahrung zu sich genommen noch Flüssigkeit zu sich geführt. Er rief verzweifelt seine schwangere Frau an und berichtete von seiner Situation. Anschließend telefonierte er mit seinen Eltern und berichtete verzweifelt vom Fehlen Sylvias. Seine Verwandten sind schockiert von dem Telefonat. Kirstin kontaktierte die Ranger und bat sobald möglich mit dem Helikopter in das Gebiet einzufliegen und Mike zu retten. Sie verwies dabei auf ihre Schwangerschaft und das bereits gemeinsame Kind mit Mike. Nach 3 Tagen hat Mike mit der Bergrettung telefoniert und besprochen, wie das Vorgehen aussehen soll. In 2 Tagen ist die Schlechtwetterfront verzogen und ein Abstieg wäre möglich. Die Bergretter fragen Mike, ob er nur Proviant geliefert bekommen möchte und dann bei gutem Wetter nach Sylvia suchen oder direkt mit dem Helikopter gerettet werden möchte. Sylvia konnte sich zu diesem Zeitpunkt eventuell noch im Hochlager befinden. Mike könnte sie übersehen haben durch den starken Sturm und die schlechte Sicht. Würde er sich direkt mit dem Helikopter abtransportieren lassen, hätte er keine Möglichkeit, weiter nach ihr zu suchen und ihr Todesurteil wäre damit besiegelt. Nachdem er mehrere Stunden über diesen Umstand nachdachte, kam er zur Erkenntnis, dass er für sich selber keine Entscheidung treffen konnte. Er rief erneut seine Frau an und fragte, was sie in seiner Situation tun würde. Sichtlich panisch sagte sie zu ihm, dass er die Situation sofort verlassen soll und schnellstmöglich nach Hause kommen, egal was drumherum passiert.
Als der Helikopter eintraf, flog er zunächst den Berg ab, um nach Sylvia zu suchen. Minuten vergingen und der Helikopter flog auf und ab am Berg entlang, bis er einige Minuten später an einer Stelle statisch schwebt. Mike lief es kalt den Rücken herunter, denn er wusste, was dies bedeutet. Sie haben Sylvia mitten im Schnee in der Bergwand ohne jegliche Schutzmöglichkeit gesehen. Er hat keine Zeit, weiter darüber nachzudenken, und muss nun in den Helikopter springen, um sich zu retten. Im Basecamp angekommen, wird er versorgt und ausgiebig zur Situation befragt. Im Anschluss zeigten die Ranger Fotos von der Stelle, an der der Helikopter zuvor stehen blieb, und Mike musste seine tote Tourenpartnerin identifizieren. Es war Sylvia, und ihr lebloser Körper lag im Schnee mitten in der Bergwand. Einige Tage später befindet sich Mike zurück in Deutschland und ist vollständig genesen von den körperlichen Strapazen. Psychisch jedoch hat er den Verlust seiner Tourenpartnerin nicht verarbeitet. Hinzu kommt, dass Sylvias Familie starke Anschuldigungen gegen ihn erhebt. Er trage die Verantwortung für den Tod, sei alleine schuld an der Situation. Sie können nicht verstehen, wieso Mike in der entsprechenden Passage nicht zusätzlich gesichert oder nach ihr gesucht hat. Für Menschen ohne alpine Erfahrung ist es vermutlich niemals nachvollziehbar, wie solche Situationen zustande kommen können. Die Ranger bestätigten im späteren Abschlussbericht, dass eine Sicherung in dieser Passage nicht sinnvoll bis unmöglich ist, da jede Person neben der schweren Ausrüstung in dieser Passage auch den Pulka am Körper hat, welcher einige Kilogramm schwer ist und zusätzlich nach unten zieht. Hierbei wäre eine Seilsicherung zwischen zwei Personen im Falle eines Sturzes das Todesurteil für beide. Mike möchte zukünftig keine extremen hochalpinen Touren mehr gehen. Er befindet sich seitdem in psychologischer Behandlung, um die Erlebnisse irgendwann verarbeiten zu können.